Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Kurt Wengard, immer noch mit der Mission Stalingrad. Und ja, wir fangen jetzt auch mal direkt an. Wo ist denn die Sorge für? Ich muss hier mal erstmal wen sehen. Ach da. Titanen, Bewegung! Molina hat seine Aufmerksamkeit! So, wo sind die denn alle hier überhaupt? So viele sehe ich hier gar nicht. Die rennen alle da unten rum. Na dann. Hey, Molina! Da oben ein paar Molotovs rumliegen. Solltest du sie mit den Nazis teilen? Ja, später. Die Waffe ist schon ziemlich sick auf jeden Fall, wenn ich mal so anmerken darf. Wir kommen noch mehr von rechts, Molina. Bin ich mal mit links fertig, Junge. Rück dich. Ja, sind all diese Deutschen hergekommen? Hier ist ein Kumpel. Ach du. Ach, kommt. Au, au. Ich glaube, ich nehme. Oh, der war nice. Der war nice, der Schuss. Hinter uns sind Werdeutsche auf der anderen Seite des Kraters. Auf der anderen Seite des Kraters? What the fuck? Wo? What the fuck? Ach da. Erst so, da ist noch einer. Du hast ihn nicht vor, Junge. Runter in die Kanalisation! Molina, gib ihnen Deckung! Was denkst du denn, was ich gerade mache, Dicker? Wir brauchen einen Moment, um sie aufzubekommen. Molina, so. Das Hotel! Schon dabei. Alles schon in Arbeit. Achso, der ist schon tot. Oben im Fenster. Da, Moin, Jungs! Ach komm. Wenig mehr Munition. Ja, ich ist in Arbeit. Sie wollen auf den Dächern. Au, au, au. Bruder. Noch mal nicht so. Als ob das kein Hit war, Brudi. Nee, doch, nee, ich weiß es nicht. Molina, komm hier runter und zur Kanalisation! Wie soll ich denn da runterkommen? Achso. Das sind Gerüste an der Seite des Gebäudes. Ja, ist klar, ich komme schon. Ich komme doch schon! Schrei nicht so rum, Misha! Okay, ich bin unten. Wo muss ich hin? Oh, ich komme. Oder nicht? Warum komme ich hier nicht rein? Warum kann ich hier nicht rein? Ach so. Wäre ja cool, wenn irgendwer noch eine Granate vorher geworfen hätte, ne? Das wäre schon ziemlich smart gewesen. Stalingrad zu überleben war keine Kleinigkeit. Zu entfliehen, noch schwieriger. Aber niemand entflieht so etwas wirklich. Die Nazi-Kriegsmaschinerie hatte uns alle berührt. Etwas Bedeutendes weggebrannt. Ich denke, das war es, was uns für die SOI interessant machte.
bei Polina reichte die Wunde bis ins Mark. Sie war dazu bestimmt, sich zu revanchieren. Und das machte sie zum tödlichsten Mitglied meines Teams. Eine rührende Geschichte. Du konntest nicht mal das Leben deines Vaters retten. Also sag mir, warum ist eine Russin mit einem alten Gewehr Teil einer alliierten Geheimoperation? Du machst mir keine Angst, kleine Maus. Du verstehst das falsch, Mädchen. Es ist nicht nötig, dass du Angst hast. Es genügt mir, dass du schreist. Das bringt deine Freunde zum Reden. Wieso? Weil ich eine Frau bin? Du bist nicht sehr gut darin, oder? Sag mir, welche anderen Missionen haben die Alliierten noch in Deutschland? Nichts, was der Rede wert ist. So, was ist denn der Rede wert, Fräulein? Friesinger. Bestimmt erzählen wir zwei die gleiche Geschichte. Weg mit ihr. Schicken Sie mir alles über Kommandant Steiner und alle Fotos der russischen Scharfschützin. Lady Nachtigall. Ja, genau die. Und Herr Friesinger, ich wollte gerade zu Ihnen. Wir haben es durch die Frau bestätigt. Der sechste Alliierte ist tot. Ist das so? Ein Amerikaner? Verhaftet in Tempelhof? Ein Flugzeug? Das ergibt keinen Sinn. Die haben Sie lächerlich gemacht, Richter. Und Sie machen das Gleiche mit mir! Der Amerikaner wird jetzt hergebracht. Wenn ich ihn selbst verhören muss, habe ich keine Verwendung für Sie. Bist du verletzt? Was glaubst du? Wollte nur nett sein. Was hast du ihnen gesagt? Es ging um Foltertipps. Schon gut. Ich hab gelogen wie du. Hat das geklappt? Er brach ab bei der Erwähnung von Friesinger. Wenn wir hier rauskommen, dann werde ich zuallererst ins Kino gehen. Mir Le Trois Mousquetaires ansehen. Und lass mir von Edith Merat mein Herz brechen. Und du, Lucas? Was machst du, wenn wir hier rauskommen? Ich? Wenn ich daheim bin, esse ich Lemmingtons bis zum Abwinken. Nur Kuchen. Die ganze Zeit. Was dir fehlt, weiß ich. Ja. Ich wünsch mir, dass die liebliche Barbara in meiner Kneipe mir Bier ausschenkt, bis ich diese Hölle vergessen hab. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt. Alle, die ich liebe, sind tot.
Und ich fühle nur noch was, wenn ich einen Deutschen sehe, der um sein Leben fleht. Also, ich bin exakt dort, wo ich hingehöre. Wade erschien, genau wie ich gehofft hatte. Er spielte seinen Teil, ohne meinen Plan auch nur zu kennen. Das Team hatte ihn abgeschrieben, aber ich zählte auf seinen üblichen Charme. Trau dich das nochmal, dann haben wir ein verdammtes Problem. Ihr Team hat mich angelogen, Lieutenant. Lieutenant? War das so schwer? Endlich etwas Respekt. Ich weiß, du bist der Sechste. Was wolltest du mit dem Flugzeug? Ihr Nazis. Ihr war wohl im stinkenden Pazifik. Wobei haben sie denn wohl nachgelogen? Wade hatte sich schon aus schlimmeren Situationen herausgeredet. Hörte man ihn über Midway reden, wusste man, dass ihm Übertreibungen nicht fremd waren. Die Geschichte klang bei jeder Erzählung etwas anders. Er fügte seiner Abschussliste ein paar Zeros oder einen Flugzeugträger hinzu. Aber ich habe die Berichte über den Tag gelesen. Wenn Wade übertrieb, dann nur etwas. Denkt daran, unser Primärziel ist die Zerstörung der beiden japanischen Träger. Die VS- und VB-Staffeln übernehmen je einen. Jagdstaffel 6 gibt Deckung. Wenn das Wetter hält, sind wir raus, bevor sie uns bemerken. Dieser Sieg sichert uns den Pazifik. Und jetzt raus da und erledigt die Träger. Als wäre der Einsatz nicht schon schwer genug. Jetzt hängt der ganze Krieg davon ab. Entspann dich, Hernandez. Dafür wurde ich geboren. Ich aber nicht. Vamos, Jackson. So, Freunde. Für dieses Mal war's das. Operation Stalingrad ist durch. Und jetzt kommt die Schlacht um Midway. Quasi die nächste Mission, die vierte in der Kampagne. Und bevor es hier richtig losgeht, machen wir Schluss. Und sehen uns ja beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.